Herzlich willkommen! Heute zeige ich euch, wie ihr das Lenkgetriebe beim Astra H und Astra G wechseln könnt. Hierbei handelt es sich um eine elektrohydraulische Servolenkung, wo die Servopumpe am untersten Teil des Servoüberhälters angebracht ist. Ich werde den Servoüberhälter mit ausbauen, weil man das Kabel nicht von der Servopumpe trennen soll. Ihr lasst einfach den Servoüberhälter am Kabel hängen, aber das zeige ich euch im Video. Wenn ihr die Lenkung kauft, solltet ihr darauf achten, von welchem Hersteller das Lenkgetriebe ist, denn es gibt zwei verschiedene, einmal von ZF und in unserem Fall ist es von TRW. Aber der Ein- und Ausbau ist bei beiden genau gleich. Na dann ran ans Werk, bis gleich! Autos um, jetzt zeige ich euch erstmal, warum das Lenkgetriebe gewechselt werden muss. Schaut mal hier, alles verölt und das auf beiden Seiten. Das Problem liegt an diesem kleinen Teil hier. Das ist ein sogenannter Simmelring und der dichtet an der kleinen Gummilippe hier die Welle ab und wenn das Gummi nach 10 Jahren hart wird, wird es undicht. Dann läuft das Öl zwischen Gummilippe und Welle vorbei und muss ausgetauscht werden. In unserem Fall tauschen wir das gesamte Lenkgetriebe aus, denn die Lenkung zu überholen, fehlt mir als Mechanikerin das Know-how. So, um die Lenkung auszubauen, müssen wir leider den Träger hier ablassen. Dazu müssen wir als erstes das Hosenrohr demontieren. Dazu nehmt ihr euch am besten eine Drahtbürste und Rostlöser, macht alle Bolzen ein bisschen sauber und dann Rostlöser drauf. Das macht ihr mit den drei Stehbolzen hier auch. Jetzt macht ihr den Stecker von der Lambda-Sonde ab und die zwei Kabelbinder. Jetzt nehmt ihr die Lambda-Sonde raus. Dazu braucht ihr einen 22er Schlüssel. Ich habe hier so einen Lambda-Sondenschlüssel, der macht sich ganz gut. Oh, boah, ist das fest gewesen. Nächster Schritt, die Schelle vom Hosenrohr lösen. In dem Fall ist es 16er. Jetzt die drei Muttern abschrauben mit einer 13er Nuss. Hoffen wir mal, dass der Rostlöser gewirkt hat und kein Stehbolzen abreißt. Das Hosenrohr abnehmen, Dichtung ab, dann ein bisschen runterziehen, ein bisschen hin und her bewegen, drehen. Ist zwar mühselig, aber es muss raus. Jetzt ist das Ding raus. Nächster Schritt, Räder ab, Spurschaltköpfe ab, Axialgelenke raus. Spurschaltkopf abmachen ist nicht schwer. Hier hinten die Sicherungsmutter lösen. Mit einem 21er Schlüssel. So. Dann die Mutter hier unten abschrauben. Dafür nehme ich einen Schlagschrauber und eine 18er Nuss. So geht der Spurschaltkopf nicht raus. Dafür nimmt ihr einen Hammer und semmelt hier drauf.
den Spulstandkopf nur noch rausdrehen. Merkt euch, wie oft ihr den Spulstandkopf rausgedreht habt, dann dreht ihr ihn später genauso wieder drauf. Ihr könnt euch ein anderes Video von mir anschauen, da erkläre ich es ganz genau, wie man den Spulstandkopf wechselt. Nächster Schritt, Sicherungsmutter runterschrauben. Als nächstes nehmt ihr die Schelle von der Achsmanschette ab. Ich nehme dafür eine Kombizange. Jetzt löst ihr die Schelle von der anderen Seite der Achsmanschette und zieht sie nach vorne weg. Der nächste Schritt, Axialgelenk raus. Dafür nehme ich einen Axialgelenkschlüssel. Es geht auch ohne, ist aber mühsam. Kurzer Tipp, wenn ihr keinen Axialgelenkschlüssel habt, könnt ihr einen 36er Maulschlüssel nehmen. Als nächstes nehme ich die beiden Leitungen hier ab, damit das Öl ablaufen kann. Dafür nehme ich einen 14er Schlüssel. Das lasst ihr jetzt eine Weile auslaufen. Jetzt müssen wir im Fußraum von der Fahrerseite unterm Armaturenbrett. Dort zeige ich euch, was wir jetzt abschrauben müssen. Als nächstes schraubt ihr die 13er Schraube hier raus. Das ist die Verbindung zwischen Lenkstange und Lenkgetriebe. Als nächstes schrauben wir den Lagerbock für das Schaltgestänge ab. Das sind hier hinten 4 Bolzen mit Außentorx E12. Als nächsten Schritt schrauben wir die Motorhalterung ab. Das sind hier 3 Bolzen, Außentorx E18 und hier drin ist ein Bolzen T55. Bei dem Bolzen hier müsst ihr mit einem 19er Schlüssel kontern. So, jetzt könnt ihr den Motorhalter einfach rausnehmen. Als nächsten Schritt schrauben wir die Lenkung ab. Das sind diese 2 Bolzen. Dazu braucht ihr eine 18er Nuss und einen 18er Schlüssel zum Kontern. Jetzt schrauben wir den Servobehälter hier ab. Dazu schrauben wir die 13er Muttern ab. Eine hier unten und die andere ist hier oben. Jetzt könnt ihr den Behälter rausdrücken und zur Seite schieben. Als nächsten Schritt lassen wir den Träger ab. Dazu schrauben wir erstmal die 3 und die 3 Bolzen ab mit einer E18er Nuss. Jetzt müssen wir die 2 Bolzen abschrauben. Einer sitzt hier und der andere sitzt genau auf der anderen Seite. Wieder mit E18. Jetzt macht ihr euch ein bisschen Platz, nehmt einen Hebel, drückt es ein bisschen runter und macht ein Holz zwischen. Kleiner Tipp, nehmt die gebogene Leitung hier raus, die schraubt ihr hier mit einem 18er Schlüssel ab, dann kriegt ihr das Lenkgetriebe leichter raus. Wenn ihr die Verschraubung abhabt, passt ein wenig auf, da kommt immer noch ein bisschen Öl raus. Beim Rausnehmen der Lenkung holt euch einen zweiten Mann mit dazu. Der eine drückt den Servobehälter hoch, der andere nimmt die Lenkung raus. Das mache ich genauso. Nur will mein Helfer nicht vor die Kamera und ich kann deswegen die Szene nicht drehen. Aber das kriegt ihr bestimmt ohne Probleme auch so hin. Und beim Einbau macht ihr das dann auch zu zweit. Macht sich einfach viel besser. Endlich raus das Ding.
Ich habe es wegen dem Kabel mit dem Servobehälter rausgenommen. Es ist lang genug. Ihr müsst nur die Klipse vom Träger lösen. Jetzt brauchen wir nur noch die Leitung hier abschrauben mit einem 18er Schlüssel und den Servobehälter lassen wir einfach da hängen. So, hier ist in Anführungszeichen die neue Lenkung. Mein Kumpel, der hat wenig Geld, kann sich nur eine gebrauchte Lenkung leisten. Ich würde euch empfehlen, 100 Euro mehr auszugeben und eine revidierte Lenkung zu kaufen. Da habt ihr länger was von. Aber wenn man nicht so viel hat, kann man auch nicht so viel ausgeben. Darum baue ich eben die Lenkung umsonst ein. Schaut euch mal die Lenkung an. Die sieht ja optisch schlimmer aus als die, die wir ausgebaut haben. Na, Hauptsache, die ist dicht und funktioniert. Die kann ich so unmöglich einbauen. Das geht ja gegen meine Mechanikerehre. Die mache ich erstmal richtig sauber und baue alle Teile ab, die wir nicht brauchen. Bis gleich. Jetzt ist es einigermaßen sauber und so können wir es einbauen. Bevor wir es einbauen, stellen wir es auf die exakte Position wie das alte Lenkgetriebe. Ich habe hier eine Gripzange mit einem Lappen festgemacht, damit wir die Lenkung hin und her bewegen können. Jetzt messen wir an dieser Seite mit dem Messschieber, wie weit die Zahnstange hier rausguckt. Das machen wir mit der Tiefenlehre. Ich schiebe die Tiefenlehre so raus. Geht damit ans Innengehäuse und schiebt jetzt bis an die Zahnstange ran. Jetzt festmachen und schon haben wir unser Maß für die andere Lenkung. Als nächsten Schritt übertragen wir unser Maß auf die andere Lenkung. Dann nehmen wir unser Messschieber und machen ihn wieder ans Innengehäuse. Jetzt drehen wir an der Lenkung, bis die Zahnstange gegenkommt. Fertig. Nun können wir das Lenkgetriebe wieder einbauen. Jetzt bauen wir alles wieder zurück. Als erstes wieder die Leitung rein und festziehen mit dem 18er Schlüssel. Die andere kommt später ran. Nun braucht ihr wieder einen zweiten Mann und fädelt die Lenkung wieder rein, sodass sie auf dem Träger lose drauf liegt. Die Lenkung liegt jetzt auf dem Träger, jetzt die andere Leitung noch ran und festziehen. Der zweite Mann wird wieder benötigt. Einer drückt den Träger runter und nimmt die Hölzer raus. Lässt den Träger langsam wieder hoch. Und der zweite Mann fädelt im Fußraum die Lenkstange wieder ein. Manchmal muss man mit dem Heber ein bisschen nachhelfen. Jetzt ist die Lenkspindel oben durchs Loch durch. Wir haben den Träger angehoben und machen ihn erstmal hier hinten wieder fest. Dazu braucht man wieder einen E18er Nuss. Jetzt könnt ihr den Heber wieder ablassen. Als nächsten Schritt schraubt ihr die Lenkung wieder fest. Das sind die zwei Bolzen mit der Kontermutter. Auf der Seite darauf achten, da ist der Servoölbehälter mit angeschraubt. Jetzt ist es fest. Jetzt machen wir den Servoölbehälter fest. Ihr müsst darauf achten, dass das Kabel hier hinten lang läuft. Dann macht ihr die zwei 13er Muttern drauf. Eine ist hier unten, die andere ist hier oben. Jetzt kommt die 18er Mutter. Der Servoölbehälter sitzt auf den Bolzen vom Lenkgetriebe. Jetzt kommt die Mutter hier oben drauf, setzt es an und zieht dann alles fest.
Jetzt macht ihr die Lenkstange wieder auf die Lenkspindel drauf. Passt nur. Eine Stellung rein. Dreizehner Bolzen rein. Und festziehen. Als nächsten Schritt macht ihr die beiden Bolzen links und rechts für den Träger wieder rein. Nächster Schritt, Motorhalterung wieder rein. Jetzt den Schaltbock mit den vier Bolzen an den Träger festschrauben. Jetzt den Kabelbaum wieder an den Träger festklipsen. Jetzt kommt das Hosenrohr wieder rein. Das schleift ihr hier mit grobem Schleifpapier ab, dann geht's besser rein. Dichtung nicht vergessen. Jetzt mit einer 13er Nuss festziehen. Nächster Schritt, die Schelle vom Hosenrohr wieder festziehen mit einer 16er Nuss. Lambda-Sonde wieder rein. Wieder festziehen. Machen wir den Stecker von der Lambda-Sonde wieder rein und hier machen wir das Kabel mit zwei Kabelbindern wieder fest. Nächster Schritt, die beiden Axialgelenke wieder rein. Axialgelenk festziehen. Zahnstange einfetten. Lenkmanschette drauf. Schelle an der Achsmanschette vorne und hinten drauf machen. Sicherungsmutter wieder drauf. Spulstangenkopf wieder drauf. Die Umdrehungszeit habt ihr euch ja gemerkt. Spulstangenkopf in die Lenkachse rein. 18er Mutter. Drauf und festziehen. Sicherungsmutter festziehen mit dem 21er Schlüssel. Räder wieder drauf.
Wenn ihr die Räder wieder montiert, immer zum Schluss mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Hier sind es 110 Newtonmeter. Jetzt müssen wir den Servoölbehälter mit Öl nachfüllen. Laut Werksangabe kommen da 0,7 bis 1,1 Liter Öl rein. Da nehmt ihr das CHF 202 Servoöl. Ihr müsst das Öl langsam einfüllen und immer zwischendurch mit dem Stift am Deckel nachmessen. Um das Öl besser einfüllen zu können, nehmt ihr am besten das Luftansaugrohr hier ab. Das sind die beiden Schellen. Deckel ab. Hier ist der Messstift am Deckel. Ihr füllt das Öl bis zu dem oberen Strich hier auf. Jetzt nehmt ihr euch am besten ein Stück Rohr oder einen etwas dickeren Schlauch, kann auch ein Gartenschlauch sein, und füllt das Öl mit einem Trichter ein. Das müsste reichen. Schauen wir mal. Schaut mal hier. Jetzt setzt das Öl genau bis zum oberen Strich. Super, Deckel drauf, fertig. Luftansaugrohr wieder rein. Als nächstes muss das System entlüftet werden. Das ist ziemlich easy. Ihr startet den Motor. Dreht die Lenkung komplett nach links, hält es kurz und jetzt komplett nach rechts. Und das Ganze macht ihr zweimal. Fertig. Nachdem ihr das System entlüftet habt, kontrolliert dann nochmal den Ölstand im Servoölbehälter. Gegebenenfalls müsst ihr noch was nachfüllen. Zum Schluss kontrolliert ihr nochmal alles auf Undichtigkeiten und wenn alles dicht ist und funktioniert, habt ihr alles richtig gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video wieder ein bisschen weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, denn das nächste Video kommt bestimmt. Bis zum nächsten Mal, eure Autohändlerin.